So, jetzt mal ganz kurz. Das muss ich mal gerade gucken. Ich habe einen Hut bekommen. Schwefelhelm von Düstermoor. Muss ich mal gerade vergleichen. Plus 7% Superflip. 7% Verteidigung. 9% Feuerangriff. Nee. Kann ich nicht einfach. Ich glaube, deine ist noch besser hier. Meine Händlerhaube. Ja. Die hat so viel Verteidigung. Ich sehe zwar den Hut nicht, aber ich glaube, ich weiß, welchen du hast. Ja, Schwefelhelm von Düstermoor. Der gibt mir mehr Angriffskraft. Ich glaube, das ist der mit relativ wenig Schaden und Resi. Ja, ja, das der stimmt. Da gibt es hier so drei verschiedene Sets von Rüstungen. Also einmal das ganz schlechte, dazu zählt, glaube ich, dieser Schwefelhelm. Ja, der ist echt nicht so wirklich toll. Dann gibt es so eine mittlere Rüstung, die ist ziemlich akzeptabel. Mhm. Die kannst du auch ausrüsten und dann halt die gute Melister-Rüstung. Und wir haben hier einen Zauberstab bekommen, den ich nicht ausrüsten kann. Ich wollte nur mal gucken, wie der aussieht. Das ist dieser Morgenstern. Das ist auch nicht schlecht. Den könnte man sich mal umnähen lassen. Der ist aber schlecht von den Werten. Ja, ja, ja. Nein, der würde ja dann natürlich die guten Werte übernehmen. Okay, gut. Ja, gehen wir weiter, oder? Moment, wo ja. Lang geht's? Bin ich... Juhu, hier oben. Jetzt kommt, glaube ich, gleich ein Dialog, wenn man reingeht. Und so stehen wir also hier. Du zitternd in deiner viel zu großen Garderobe. Kämpfen wir jetzt schon gegen Melister? Den Zauberstab ängstlich umklammert und umgeben vom sauren Geruch. Das ist quasi das Ende. Angstschweißes. Wir sind schnell. Es sind ja dann pro Dungeon jeweils nur drei Kämpfe. Ich hab gedacht, ja, das wäre. Wenn man die Regel nicht kennt. Ja, gut, wenn man die kennt oder nicht kennt, ne? Aber ansonsten hätte ich gedacht, dass es viel, viel, viel länger dauert. Ja, interessant. Während ich dagegen. War das nochmal nach jeder vierten Runde? Der Magie frohlocke. Genau, auf gewisse Weise bin ich dir zu Dank verpflichtet. Hättest du mich nicht in die Leere gestoßen, hättest Morgante nicht zerstört, das muss jemand anders ich machen. Wäre nicht in der Lage gewesen, all das zu bewerkstelligen. Doch ausgerechnet in meiner düstersten Stunde öffneten sich plötzlich die Schleusen der Spirale und ich ergriff von der Magie des Schattens Besitz. Der hat, normal schon Resi. Sobald du nur mehr eine schwindende also Erinnerung bist, mitnehmen. Und ein Häufchen Staub, das der Wind davon nimmt trägt, der Mann mit? Würde ich meiner Silvia okay. Ich Atem machen, und Wärme das zurückgeben. Nee, das dann können das wir denke endlich nicht. Das Leben führen, von dem wir immer träumten, in Ruhe. Ich werde dann, denke ich, in Schattenpeitsche gehen. Möge der Schatten all jene holen, die sich uns in den Weg stellen. Ich habe dich nach dem uralten Gesetz des Kandavasi herausgefordert. Nun ist es eine Sache zwischen dir und mir, Zauberer. Mache deine Zauber bereit und stelle dich meinem kalten Zorn. So, jetzt hat er genug geredet. Ich habe gar nicht mitbekommen, was ihr gesagt habt. Was ist meine Aufgabe? Wir machen die ersten vier Runden fallen, weil ja? In der vierten Runde entfernt ihr die alle. Also die Klingen, die wir sonst machen. Und in der, also ab der fünften Runde dann halt klingen. Ich zähle einfach mit. Also deine Aufgabe ist buffen und eventuell noch ein bisschen mit heilen. Weil heilen darf man hier. Sehr gut, okay, dann gucke ich mal gerade. Vergiss nicht, dein Haustier umzurüsten wieder. Ah, gut, dass du sagst, ja. So, gut, dann gucke ich mal. Heilen, dann mache ich mal die Heilungskarten wieder rein. Ich glaube, Schilde darf man jetzt hier nicht. Oder? Nein, doch. Turmschilder glaube ich gar nicht, oder? Ich sag eh immer irgendwas Falsches. Ich weiß es ja auch nicht. Ich weiß nur, dass man Balaklingen nicht machen darf. Ja. Täuschen nicht.
Ja, das weiß ich auch. Das darf man nicht, ja. Also täuschen darf man nicht machen. Nee. Täuschen darfst du nicht. Okay. Buffen, Dingsen. Oh. So. Und wenn er einmal klopft, der Drache, dann kommt eine 100% Falle auf ihn selber. Das ist, glaube ich, erst bei der zweiten Runde. Das ist erst, wenn er wiederkommt von seiner Belebung. Ich habe übrigens kein Dämmern. Ich habe schon. Ja, aber zur Sicherheit, falls du es nicht hast, auf der Hand. Ja, okay, das ist immer gut, ne? Soll ich dir mal eins geben? Ja. Ja, passt. Danke. Jetzt kommt der Kampf. Ich wäre bereit. Ich auch. Stunde der Wahrheit. Wuhu! Ja, ich auch. Oh. Cool. Der Drache oben, der wird uns noch Freude bereiten. Das ist doch mal wenigstens eine coole Inszenierung, oder? Mhm. Ja. Der Drache, der spielt mit im Kampf. Geil. Ich finde das schön, wenn es mal ein bisschen was ausgefallener ist. So, also in den ersten Runden, Fallen. Schreib mal eins. Bitte? Runde eins. Ich schreibe immer mit, sonst vergessen wir das nachher. Fallen, ne? Schilde dürfen wir machen? Ja, nur keine Turmschilder, glaube ich. Weiß ich aber nicht. Soll ich mal eins? Keine Turmschilder. Nein, mach keins. Ich glaube, der stiehlt es. Ja, okay, dann mache ich es weg. Dann kann ich nur passen. Oh, ich habe mich nicht aufgefüllt. Ich habe 3400 Leben. Startet ja schon mal gut. Da habe ich mir extra 4 Tränke geholt vorher und dann keinen einzigen benutzt. Ich kann dich gleich auch heilen. Wird sowieso immer erst gefährlich, wenn Melister 8 Pips hat. Weil dann benutzt er den Drachen. Mhm. Also der da oben ist, den benutzt er als Angriff. Der kommt dann runter. Und der macht richtig viel Schaden, wenn man nicht blockt. Also wenn er kritisch hat und man nicht blockt. Dann sind wir eben so 2000 Leben weg. Auf alle Gegner. Oh, krass. Deswegen macht man es dann normalerweise so, dass man zuerst einen Heilkreis setzt. Und ja, dann einer halt die ganze Zeit heilt. Aber wir brauchen keine Heilung. Wir sind aber hier werden beim Melzer gerade nur 30.000 Lebenspunkte angezeigt. Ach, 30.000? 30.000, das ist ja lächerlich, oder? Das waren auf jeden Fall mal 50.000. Und davor waren es, glaube ich, noch mehr. Also das wurde schon übertrieben runtergepatcht. Krass. Wow. Aua. Oh, das was ist, sagte ich? Das ist was nicht, sagte ich bei den kritischen Treffen? Das ist uncool, aber das ist echt mal was anderes. Das gab es bisher in dem Spiel noch nicht. Oder? Nicht, dass ich wüsste, nee. Nö, eigentlich nicht. Dass man irgendwie was noch von außen mit Auswirkungen auf den Kampf hat in der Form, was mal auch nicht so ein regulärer Zauber ist, das finde ich gut. Und das ist jetzt nicht so toll. Jetzt böse. Der betäubt. Ich könnte Betäubung widerstehen. 3% Chance. Komm schon, Jack. Oh, wie lange das dauert, ne? Schade. Ich hasse diesen Zauber so. Ich auch. So, Runde 2. Na endlich.
Was hat der Melliboy denn jetzt schon drauf? Blablabla. Gut, dann kriegt er jetzt das. Wir setzen aus. Okay. Ach so, stimmt. Ach ja, der macht ja auch noch Rundenschaden dazu, verdammt. Ist ja noch mehr als 2000. Du lieber Himmel. Das ist ja nicht so cool. Jetzt so ein Pet mit beherrscht Baum. Ja. Ich merke jetzt erst, dass ich das falsche Haustier hab. Weißt du, aber es sieht schön aus. Aber es halt nicht. Ach nee, nicht auch noch das. Das gibt's ja auch noch, den Cheat. Macht der nicht auch nur minus 50 Zielen oder so? Steigerung. Ah nee, der macht Aura zerstört. Mhm. Hatte ich aber gar keine drauf. So. Weiter Fallen oder Schilde? Welche Runde ist denn? Müsste die vierte sein, oder? Ich ziehe gar keinen Baum. Jetzt ist vierte, dann nochmal. Jetzt ist vierte, ja. Also nächste Runde macht er quasi Kling weg. Und dann machen wir in der Runde auch gleich die Kling. Da habe ich noch 4 Runden Zeit, um den Schattenblick zu bekommen. Beziehungsweise muss noch 4 Runden überleben. Yes! Vielen Dank! Und jetzt noch ein Bäumchen hinterher gleich. Ich bin kurz vorm Verrecken. Ja, ich habe gerade keinen gezogen. Wenn der Angreifer stirbt, ist nie so sonderlich gut. Bitte kein Krulus, bitte kein Krulus. Ah. Ich habe 1800 Leben und er zieht mir mindestens 800 oder so ab noch. Verdammt. Dann noch der Rundenschaden und wenn die anderen noch angreifen, bin ich... 1000 nur. Oh, was heißt nur? Ich habe 800 Leben jetzt. Jetzt wird erstmal ein Fellerer geheilt. Guter Junge. Ist jetzt nicht so viel, ne? Was ist das denn? Immerhin was. Er hat sich stets bemüht. Ja. Ein heilender Flederer, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, ich bin tot. Da haben wir es zum ersten Mal, dass hier jemand stirbt. Ja, wir kriegen das schon hin. Naja. Ist halt blöd, wenn die alle in der gleichen Runde Schattenangriff rausballern. Ja, das stimmt. Wie viel Leben hast du noch? 830. Okay. Oh nein. 830. Vielleicht macht er das Pet nochmal so ein Flatterer. Ja, das wäre gut. Dann behalte ich meine Pips. Oh mein Gott, 27 Leben. Aber ich habe noch einen Rundenschaden. Ach nee, warte, du bist zuerst dran und dann... Ja. Ich glaube, das schaffen wir noch. Yes, ich überlebe. Kommt der Drache gleich? Oh oh, oh nee. Nein. So ein... Punkt, Punkt, Punkt. Schade. Tja. Werde ich geheilt oder soll ich fliehen? Nein, warte. Ich gebe ich heile dich jetzt. Ich klicke so viele Karten weg. Die Janina ist auch schon fast tot. Ja, ja. Ich sehe es. Und du auch selber. Ich kann jetzt nur ein Einhorn machen. Wieso ziehe ich denn keinen Baum? Ich ziehe einfach keinen Baum.
Okay. Jetzt ist wieder Runde 1. Der macht da die Klingen weg, so. Dieser Atem. Ach so. Das soll man alleine irgendwie auch hinbekommen. Ja. Tja. Ja, wenn man auf voller Heilsteigerung ist, als Lebensschüler, also ein- und abgehende Heilung maximal hat, um Satyr hält. Roboter. Sehr schön. Ah, das tut gut. Leider kein Bäumchen. Oh, Erdbeben. Oh, das gibt's ja auch noch. Sogar Erdbeben. Boah. Der Kampf dauert bestimmt am längsten. Hab auch so das Gefühl. So, das müsste jetzt Runde 2 sein. Wieder, oder Runde 1. Schattenpip, nice. So, und jetzt klingen. Ja. Das ist, glaube ich, Runde 2 jetzt. Echt? Ja. Weil wo der Drache die Klingen weggemacht hat? Ja, stimmt. Das ist Runde 2. Ich schreibe jetzt nochmal schnell 2. Ja, jetzt kann ich keinen Baum machen. Ich habe keine Pips. Wuhu! 64! Ich bin sehr schweigsam in diesem Kampf, weil es wirklich spannend ist. Ja. So konzentriert. Ja, wir sind wirklich konzentriert. Habt ihr auch schon oft festgestellt, wenn ich zu viel laber, wenn ich alleine spiele, vergesse ich, was im Kampf passiert ist. Dann machst du Mist. Dann mache ich total Mist. Dann greifst du mit minus 90 an oder so. Ja, ja, irgendwie sowas, ne? Weil ich dann das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm habe und dann... Ist das nicht so cool? Und gerade bei so einem Kampf muss man sich tatsächlich etwas konzentrieren. Ja, das ist jetzt der erste Kampf hier, wo ich auch mal ein bisschen nachdenken muss. Der hat einen Schattenpip. Ich hätte jetzt einen Satyr. Wen soll ich damit heilen? Ach, mich. Ja, oder? Aber. Ich hab die. Wenigstens Leben. Heil die Jane und ich heil mich. Ja. Jetzt ist 3. Oh, verdammt, egal. Ich hab sie im Gruppenchat. Danke. Schön. Wow. Fast 2000. Deswegen sage ich ja, wenn jemand als Lebensschüler die Heilsteigerung maximal hat, dann kann er das schon hinkriegen. Hey! Ich hoffe, jetzt kommt kein Weber. Der letzte, ne?
Ja, der ist eisenhart. Wenn der jetzt auf mich. Ich hoffe, die gehen ja schon die ganze Zeit auf mich, das ist ganz gut. Oh nein. Och nein, ich bin als einziger betäubt. Ja, nur wieder. Ich hoffe, nächste Runde. Oh nein. Nächste Runde ist 4. Jetzt sind die Klingen wieder weg. Jetzt muss ich Betäubung widerstehen. Das liegt daran, dass es anfangs so lief. Ja, ja, klar. Zahlt sich jetzt aus wieder. Mist. 35%. Ja, 97%, das ist nicht passiert. Mist. Ach, wie ärgerlich. Naja. Irgendwie schade. Ich bin schon kurz davor zu fliehen, einfach und wiederzukommen. Ja, das kann man machen, wenn man zu viert ist, ne? Das ist. Ja. Ich habe ja Tränke, ich kann ja einfach mich auffüllen und wiederkommen. Ja. Mir fehlen einfach die Pips für die Heilung. Weil ich glaube, der Sturm wird mich jetzt sowieso umbringen. Der macht jetzt Wurm. Ich glaube auch. Dann ärgert man sich wenigstens nicht so sehr, dass der Drache die nächste Runde. Dann sind die sowieso weg. Machen die jetzt gerade die Libelle? Ja. Ja. Oh. Oh, plus 17. Oh. Ach so. Ich komme wieder. Oh. Oh nein. Ich komme einfach mit vollem Leben wieder, okay? Ich auch. Oh nein, der Kai sieht auch nicht mehr ganz gut aus. Nee. Du bist unsere letzte Hoffnung. Ich? Nein. Ach so. Schau, der versetzt mir jetzt noch den Todesstoß. Kann ja nicht sein. Gehen wir jetzt alle kaputt? Nee. Zwei Personen leben hier noch. Lass mich nicht alleine. Naja, so ist es halt als Sturm. Man kann gut austeilen, aber nichts einstecken. Okay, schlecht. Na gut, dann spare ich jetzt mal ein paar Pips. Ich habe keine Flasche. Aber ich komme sofort zurück. Ich bin gleich wieder da. Ja, lass mich mal alleine. Könnte man hier drin nur ein Reittier nutzen, dann wäre ich schneller. Ah, ach, ich muss jetzt hier durchlatschen bis zum Ende. Ja. Oh. Ach so, ich dachte, ich würde direkt wieder dahin gebeamt werden. Oder kann ich mich nicht einfach zu dir beamen? Ach so, du kannst dich zu mir beamen, glaube ich. Bist jetzt ich wieder im Kampf? Ja, ich bin im Kampf. Ich glaube, bei Melissa geht das. Ist gerade beschäftigt. Shit. Ich eile!